Also ich bin Markus, wie schon erwähnt. Ich bin von der Firma Kudu, ich bin der Geschäftsführer. Wir sind in Mainz, wir sind eine Softwareentwicklungsfirma und wir sind im Enterprise Web unterwegs. Machen also für Unternehmen Softwarelösungen, entwickeln die individuell, oft mit einer Web-Oberfläche. Und Java Backend, historisch ist auch mein Werdegang, dass ich aus Java komme. Java Enterprise Edition habe ich über 10 Jahre gemacht. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt man jetzt zu Flutter? Wie kommt man von dem Java Backend hin zu Mobile-Entwicklung? Und wir haben das fing mal vor 10 Jahren, das ist ein Hobbyprodukt an. Wir haben ein Fußball-Tippspiel online. Und in der Regel, ich habe am Anfang versucht, Leute zu finden, die da begeistert sind mit Fußball. Sind hier Fußballfans und Mainz 05-Fan? Gibt es hier? Nee, keine. War eine Fangfrage. Aber sind Fußballfan, Mainz 05? Alle, na gut. Eintracht? Naja, gut. Gehen wir weiter zu Flutter. Und da haben wir eine Webanwendung, wer kennt es ja mittlerweile, man muss Webanwendung mittlerweile responsive bauen. Und man muss die mobile ready bauen und es muss immer auf dem Handy noch gehen. Und wir haben alles Mögliche versucht, das responsive zu machen. Wir entwickeln auch heute noch so responsive, ganz klassisch im Web. Aber wir haben auch ganz viel schon früh mal versucht, mit Cross-Plattform-Sachen, Tools und Frameworks zu entwickeln, um unsere Website, um unsere Anwendung, die ja mobile absolut gut funktioniert, auf ein Handy zu bringen. Und zwar sehr bequem, ohne es nativ neu bauen zu müssen. Das war immer die Idee. Wir haben ein paar Ansätze gehabt. Später habe ich noch eine Folie, wo man diese Frameworks noch sieht. Und der neueste Ansatz ist eben Flutter. Und wir haben das ausprobiert von einem Jahr schon, 2018. Und waren so schwer begeistert, dass wir da jetzt ja mittendrin stecken in diesem Toolset. Deswegen möchte ich euch ein bisschen vorstellen, was das ist. Wer kennt denn Flutter schon hier? Wer andersrum? Sind schon ein paar da, aber die Hälfte kennt es auch nicht. Dann wird es sicherlich interessant. Das ist eine Einführung in Flutter heute. Was ist Flutter? Und die erste Frage ist, was ist Flutter? Wie beschreibt Google das selbst? Flutter ist Googles UI Toolkit for building beautiful, natively compiled applications for mobile, web and desktop from a single code base. Diesen Satz sagen sie tatsächlich in ihren Videos auch immer wieder. Die Idee dahinter ist, wir bauen wieder mal, wie öfter schon die Idee ist, eine UI für mehrere Plattformen mit einem Source Code. Und der Ansatz war schon mehrfach da, aber ich glaube, diesmal ist er tatsächlich sehr gelungen. Und sie will heute ein bisschen darauf hinkommen, warum wir das glauben, warum ich das glaube. Für wen eignet sich Flutter? Interessanterweise nicht nur für den Entwickler, für die Designer oder Prototype oder App-Entwicklung, tatsächlich auch für den Designer an dieser Stelle, denn das werde ich gleich nochmal zeigen, im eigenen Branding steht jetzt nichts mehr im Weg. Man hat oft die Mobile App, die Mobile App sieht aus wie eine Mobile App, fühlt sich an wie eine Mobile App, man möchte aber eigentlich was Individuelles haben. Mit Flutter ist es tatsächlich möglich, sehr schnell dahin zu kommen. Prototypen. Man kann sehr schnell Prototyping betreiben. Es gibt mittlerweile Speedcoding im Netz, ganz viele Videos dazu. Innerhalb von wenigen Stunden hat man eine komplette App gefühlt da und man kann mal ein bisschen rumklicken. Aber auch die Entwicklung macht Spaß, werde ich nachher mal kurz zeigen. Hat sich auch ein bisschen was geändert zu den bisherigen Entwicklungen, wie man es kennt. Lange Wartezeiten, man muss immer neu starten. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und das Framework selbst lebt ja immer in seiner Community. Es ist ein Open-Source-Framework, Flutter. Und der klassische Trend, den muss man immer zeigen, wenn neue Frameworks kommen, tatsächlich seit 2017 beginnt das so, aber 2018 sieht man hier nicht, wenn man Flutter sucht. Flutter hat natürlich auch noch eine andere Bedeutung, deswegen ist es schon immer irgendwie erschienen. Aber richtig abgehoben ist das quasi, abgeflattert ist es quasi erst ab 2018. Und da sieht man auch den GitHub-Stars, daran erkennt man auch mal ganz gut, woran ein Framework funktioniert. Und das ist total faszinierend, denn es wächst quasi einfach nur nach oben. Es wird immer größer, die Community, sie werden immer größer. Und jetzt letzte Woche, vor 2 Tagen, 30. Oktober, hat es das Repo auch unter die Top 10 der Software-Repos geschafft, in GitHub, haben es gepostet, fand ich ganz interessant. Also es wird von der Community angenommen tatsächlich und extrem getragen. Deswegen ist ein Erfolg oder auch das Ziel, Flutter zu etablieren oder in diese Richtung zu gehen, ist relativ hoch aus meiner Sicht. Denn Google hat ja schon ein paar Sachen probiert, wir wissen alle, Google lässt auch irgendwas mal sterben oder fährt mehrgleisig an der Stelle, aber dieses Framework hier ist schon lange da. Er ist nicht noch lange da, sondern ich glaube, es wird noch eine ganze Weile da bleiben, allein weil es momentan einfach diese extrem steile Kurve hat. An der Community sieht man es auch bei den Meetups. In der ganzen Welt entstehen ein Haufen Meetups und in der Regel sind es 2 Flutter-Meetups pro Tag, die entstehen. Und wir haben auch eins gestartet, tatsächlich, der allererste Versuch, weil wir so begeistert waren, wollen das ein bisschen teilen, das Ganze vorantreiben, mit dabei sein, Teil davon sein. Deswegen können wir das nur sagen, es ist extrem viel. Also wenn man zu Flutter was sucht, auf irgendein Meetup gehen möchte, dich austauschen möchte, man findet in der Regel in der Umgebung, auch in Deutschland, eine ganze Menge. Und das sind so ein paar die Indikatoren, warum das Framework tatsächlich von der Community selbst angenommen wird und auch weiterentwickelt wird.
Google ist natürlich mit ein paar Beispielen gekommen. Wir haben nicht gesagt, hier ist ein Framework, sondern sie haben sich vorher ein paar Partner gesucht und das waren so die ersten Apps. Deswegen sind die auch hier drauf. Und das sind nicht irgendwelche kleinen Apps. Normal startet ja so ein Framework, man fängt das langsam an zu adaptieren und kommt dann rein, hat man ein paar Downloads, ein paar Benutzer. Google hat von Anfang an vor allem ihre eigene Seite, Google AdWords, komplett darauf basierend gebaut, entwickelt. Und das hat relativ viele Downloadzahlen und es funktioniert ziemlich gut. Alibaba war mit der prominenteste, hat man vielleicht mitgekriegt. Sie haben nicht die ganze App in Flutter gebaut, aber sie haben Teile reingebaut. Und damit hat Flutter am Anfang extrem geworben mit Alibaba. Hamilton war dabei und Reflectly. Und Reflectly möchte ich kurz zeigen und auch Hamilton, weil das so ein bisschen zeigt, wo die Reise hingehen kann oder was so das ausmacht, warum man Flutter nehmen sollte oder nehmen kann. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das klappt. So ähnlich mit dem Live-Vorführung. Ich probiere das jetzt mal ganz kurz. Ich muss das freischalten. Gucken, ob man was sieht. Man sieht nichts. Ist auch noch nichts da. Ach, da ist es. Jetzt sieht man es. Mein Handy. Und wenn man Hamilton anguckt, die ich gerade gezeigt habe, ganz normale App, fühlt sich auch so an. Jetzt muss man gucken, ob sie lädt. Fühlt sich eigentlich wie eine ganz klassische App an. Nichts Besonderes, wenn man so will, aber es ist erstmal auch herausragend. Es ist eine Cross-Plattform-Entwicklung. Ganz normale App mit dem Drawer-Menü, der von unten kommt, reinkommt, Overlay, wie man es eigentlich kennt. Interessanter wird es jetzt bei Reflectly. Weil Reflectly hat zum allerersten Mal eine andere Art von Visualität verwendet, eine andere Art von GUI, nicht die klassischen Dialoge, man swipet irgendwie durch, sondern von hier swipet man von oben nach unten. Und geht so den Dialog durch. Auch das ist Flutter. Man kann irgendwelche netten Animationen, netten Grafiken einbauen. Geht immer weiter. Aber was das erste Mal hier auffällt, ist, die App an sich ist komplett anderes Stil. Und das ist jetzt tatsächlich relativ einfach möglich mit Flutter. Man kann darauf sein eigenes Layout, so wie es vom Designer kommt, einfach umsetzen. Da gehe ich später nochmal kurz drauf ein. Und vor allem wird das auch angenommen. Da hat Google ein bisschen den Vorreiter gespielt. Die Google Apps haben ja einen eigenen Stil, ein eigenes Branding. Am Anfang durfte man in den App Store von Apple keine eigenen Styles reinmachen, wenn das nicht dem Apple Style Guide entsprochen hat. Google hat da den Vorreiter gemacht. Ihre eigenen Apps mit Material Design wurden irgendwann angenommen, durften rein. Und mittlerweile gehen eben auch solche Apps im komplett eigenen Look and Feel und Stil Design, so wie man das sich selbst wünscht, in den Store. Also das, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ah, Moment, ich möchte nicht kaufen. Und auch hier geht es dann einfach nur so weiter. Also so eine App, da kann man seinen Tag bestimmen. Wie war der Tag heute? Und mir geht's gut? Ich fühle mich total toll. Und das kann man so ein bisschen tracken. Und die ganze App ist komplett anders aufgebaut als das, was man bisher kennt. Das ist schon mal das Erste, was heraussticht. Jetzt muss ich kurz Synchronisation. Dann hat Gartner, das fand ich ganz interessant, das Ganze basiert auf Dart. Dart als Programmiersprache, komme ich gleich nochmal drauf. Das hier ist einfach nur ein ganz guter Showcase, wie man visualisiert. Sie haben eine kleine Challenge rausgegeben im Mai letzten Jahres. Haben sie gesagt, sie verlosen irgendwas für alle Teilnehmer. Die Bedingung ist, wenn man eine App schreibt, eine Visualisierung der App schreibt, wo der Code kleiner 5 Kilobyte ist. Also die Größe spielt eine Rolle, also der Dart-Code meiner App kleiner 5 Kilobyte. Und ich fand das total faszinierend. Das ist die Gewinner-App, die am Ende rausgekommen ist. Mit der Visualisierung eines Kompasses und einer Erdkugel im 3D. Sache ist ganz interessant. Ich mache einfach, das sind nur 50 Sekunden des Videos, aber es zeigt eine ganze Menge an Layouts, die möglich sind. Oh, ist gar kein Ton. Ich gucke mal, ob ich noch Ton finde. Ein bisschen Musik. Der Seite, da unten ist ein Link
Flutter Dev Create, da kann man auch zu sämtlichen Quellcodes gehen, zu nahezu allen Apps kann man sich angucken. Ist ganz faszinierend zu sehen, was man machen kann mit Flutter. Es geht also viel um Visualisierung. Und jetzt gehen wir ein bisschen in den praktischen Teil rein. Wie funktioniert Flutter? Die erste Hürde ist die Installation. Wenn man mobile entwickeln möchte, dann kann man tatsächlich mit der Installation nicht einfach so anfangen oder mit dem Entwickeln anfangen, wie man das kennt. Man lädt sich irgendwas runter und installiert. Tatsächlich sollte man, habe ich am Anfang selbst nicht glauben wollen, aber man sollte ein paar Stunden einplanen, vielleicht sogar einen ganzen Tag Vorbereitung, dass man überhaupt die Umgebung zum Laufen bringt. Das ist tatsächlich immer noch eine Hürde. Man muss nämlich die kompletten beiden Entwicklungsumgebungen für iOS und für Android runterladen. Und einmal läuft das über den App Store von iOS, einmal über Android und dann lädt man noch die ganzen Images runter. Das dauert eine ganze Weile, bis das da ist. Dafür sollte man sich Zeit nehmen und nicht gleich gefrustet sein. Der spaßige Teil kommt tatsächlich erst anschließend. Deswegen auch hier der Hinweis. Anschließend kommt Flutter mit einem Command-Line-Interface. Geht jetzt nicht auf jeden einzelnen Befehl ein. Man sollte einfach nur wissen, dass es existiert. Man kann also, jetzt zeige ich gleich mal live, Flutter Create App, eine Sample-App erstellen und direkt ausprobieren. Und beliebigen Source-Code oder beliebige Apps einfach immer wieder ausprobieren. Mal eben schnell Flutter Create App. Erzeugt sich was, man kann was ausprobieren. Ein neues Widget, ein neues Tool, einen neuen Ansatz. Ansonsten noch Doctor. Flutter Doctor sagt einem, ob alles funktioniert, ob Devices vorhanden sind, auf die gespielt werden können, ob die System up-to-date ist. Und dann gibt es noch ein paar andere Befehle. Sehen wir vielleicht gleich noch. Ist nur ein kleiner Cheat-Sheet. Dart. Hat jemand schon mal mit Dart gearbeitet hier? Ein, zwei Hände, ist interessant. Denn Dart existiert schon relativ lange. Und das wurde ursprünglich tatsächlich mit der Intention entwickelt, JavaScript abzulösen. Das war die ursprüngliche Idee noch mit, eine Alternative zu JavaScript rauszubringen. Wurde überhaupt nicht angenommen und nur Google hat es intern verwendet. Also man durfte das, jeder konnte es verwenden, aber die eigenen, die es wirklich vorangetrieben haben, waren Google intern und im Angular-Bereich. Also Google selbst entwickelt Angular-Apps mit Dart. Sie entwickeln Dart und dann wird das in JavaScript und Angular-Code übersetzt anschließend. Und deswegen ist es ganz interessant für einen Cross-Compiler, weil man damit auch ins Web kommt. Aber es ist gar nicht das Ziel. Tatsächlich kompiliert das in ARM und x86 auf x86-Plattformen in nativen Code. Dart selbst ist eine typisierte Sprache, objektorientierte Sprache, ist also weiter weg von der Skriptsprache und unterstützt so sämtliche objektorientierte Ansätze, die man kennt, von Ableitung hin. Generics bin ich ganz begeistert als Java-Entwickler. Aber eben auch die GUI-wichtigen Dinge wie eine Async-Funktion, also asynchrone Aufrufe, Hintergrundprozesse, Lambdas, ist eben da. Dart sollte man sich angucken. Die Lernkurve von Dart ist relativ, es kommt darauf an, wenn man fragt, woher man kommt. Aus der Java-Welt kommen, würde ich sagen, ist die nahezu, also sehr, sehr gering. Man kommt sehr schnell rein, es ist sehr ähnlich, es funktioniert gleich, die haben ähnliche Schlüsselwörter, man kommt sehr schnell rein und kann es verstehen. Wenn man aus einer Skriptsprache kommt und Objektorientiertheit noch ein bisschen eine Herausforderung ist, dann hat man ein bisschen höheren Einstieg als Start. Aber ansonsten, ich habe auch andere Stimmen gehört, die sagen, naja, es wurde ja als Ersatz für JavaScript entwickelt. Wenn du also JavaScript kannst, kannst du auch sehr schnell Dart lernen. Also man kommt relativ schnell rein tatsächlich und man ist sehr produktiv damit. Wir haben auch ein Package-System, pub.dev, gibt schon tausende von Packages, die man da rein selbst einstellen kann, aber auch die offiziellen Packages sind dort zu finden. Pub.dev, Entschuldigung. Und hier findet man alles, was man dazu braucht. Und dann gibt es eine Pub-Spec, so nicht wie eine Package.json oder POM bei Maven oder so eine Gradle-Config, wo man seine Packages einträgt und dann werden die installiert und man kann die einfach verwenden. Und hier ist das zentrale Repository und hier findet man alles, wenn man was braucht. Einen PIN-Code-Generator findet man hier irgendwas. Und man findet eine ganze Menge an Packages. Auch das sollte man wissen. Dann bewegen wir uns ja in einer Cross-Plattform-Landscape. Wer hat schon mal einige von denen probiert? Gibt es noch ein paar und gibt es Leidensgenossen? Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Leidensgenossen. Wir haben einige probiert davon, fast alle tatsächlich. Und wir sind mit allen nicht glücklich gewesen, sodass wir unsere App tatsächlich auch nie live gebracht haben. Die war irgendwie da, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und das ist tatsächlich so eine kleine Hürde, vielleicht auch, was die eigene App war. Man hat es dann am Ende nicht live gebracht. Und der neueste Player am Markt ist eben Flutter. Und die Frage ist, wie unterscheidet sich Flutter von diesen anderen Plattformen bisher? Was macht Flutter so anders als die bisherigen Plattformen? Manche bündeln das eben und das sind diese Grafiken. Eine der ersten Generationen, die kennt man noch, man hatte eine Webview, ganz normale Webanwendung, man hat das einfach nur eingebunden in einen Rahmen und diesen Rahmen dann ausgespielt. PhoneGap, glaube ich, war so ein Spieler an der Stelle. Und man hatte noch eine Bridge darüber, in der man auf native Funktionen zugreifen konnte. Erste Generation.
Die zweite Generation hat das schon für alles gemacht. Man hat schon gar nicht mehr zwingend einbinden müssen, hatte auch darüber Widgets gerendert oder UI-Elemente gerendert. Aber es war immer noch eine Bridge dazwischen über JavaScript. Also man hat immer noch wie im Web entwickelt und reingebracht. Und Flutter macht das jetzt anders. Flutter rendert Widgets in der App selbst. Also man hat keine Bridge mehr, JavaScript-Bridge. Man hat mit JavaScript an der Stelle überhaupt nichts mehr zu tun. Flutter rendert die UI komplett auf der eigenen Seite und übersetzt das selbst in native, nativen Code oder als natives Element. Und um an die einzelnen Services zu kommen, kann man Plattform-Channels verwenden. Das ist so ähnlich wie eine API. Man bekommt eine kleine API, ein kleines SDK für jeden einzelnen Bereich, kann darauf zugreifen. Man hat aber nach wie vor die Möglichkeit, nativen Code einzuschleusen oder auszuführen auf den einzelnen Plattformen, wenn man das möchte. Wie funktioniert das mit dem Rendern? Das ist unser interessantere Part, auf den wir heute gucken. Man kann sich das so vorstellen. Das Rechte ist so eine native App und die hat dann native Elemente, wie diese einzelnen Textkacheln, ein Layer unten drunter, ein Title. Das sind lauter einzelne native GUI-Elemente, wie man sie also kennt und auch programmieren müsste in beiden Systemen. Und mit einer Flutter-App hat man nur noch ein natives Element, und das ist ein Canvas. Also das bedeutet, Flutter selbst malt nur noch drauf. Das einzige native, wirklich native Element, was man verwendet, ist ein Canvas, was sie programmiert haben und sie zur Verfügung stellen. Und auf dieses Canvas wird gemalt. Flutter rendert die ganze Zeit dieses Canvas neu, malt dieses Canvas neu. Das heißt, die Core-Funktionalität, was Flutter extrem gut macht, ist extrem schnell zu rendern und neu zu malen. Ähnlich wie eine Game Engine. So, man hat ein Canvas und darauf wird gemalt. Und das bieten sie an. Aber wie kann man das gewährleisten, dass es gut ankommt? Indem man UI-Elemente bereitstellt. Vorher noch dieser Hinweis, damit ist es eben möglich, dass ich eingangs schon erwähnt habe, dass man individuell Designs bauen kann. Es ist komplett egal, was ich darauf male. Ich könnte jetzt also anfangen, ganz nativ weit unten zu malen, oder ich nehme halt Komponenten, die schon fertig sind, wie irgendeinen Button, der dann auch nur drauf gemalt wird. Aber in dem Moment ist es eben möglich, eigene UIs, eigene Animationen darauf zu malen, so wie es mir lustig ist, so wie mir das gefällt. Und das macht das eben möglich. Ich habe ein Canvas, ich male da drauf. Und damit komme ich zu meinem Look and Feel und vor allem zu dem Look and Feel, das das Design vorgibt, also ein Designer oder irgendeine Agentur vorgibt. Wie funktioniert das technisch? Technisch bauen sie schon noch einen Widget-Baum auf. Also sie selbst haben so einen Baum, ein Container ist außen rum und bauen dann unten drunter lauter Widgets auf. Also man programmiert tatsächlich lauter kleine einzelne Widgets. Und es gibt so den Spruch, everything is a widget. Man hat für alles ein Widget. Ein Widget ist per Definition bei Flutter ein UI-Element, eine UI-Komponente, die irgendein kleines UI-Fragment rausrendert, wie ein Button oder ein Label. Bei Flutter ist ein Widget aber auch ein Style-Element, wie ein Padding oder ein Zentrieren, wie ein Center. Aber auch eine Async-Funktion ist ein Widget. Ich möchte irgendwas asynchron ausführen, dann baue ich auch ein Widget ein. Alles ist ein Widget. Man leitet immer von Widget ab. Und am Ende hat man so einen Widget-Baum. Das heißt, wenn ich hier einen Column habe und ein Icon, dann könnte ich hier zwischendrin noch ein Center-Widget haben. Oder ich habe dazwischendrin ein Future-Async-Scrolling-Widget. Dann wird irgendwas im Hintergrund geladen oder ich habe ein Future-Children-Scroll-Widget. Also wird alles über diesen Widget-Baum aufgebaut und ineinander gekapselt. Das erinnert interessanterweise, ich komme aus der Java-Welt, an die Swing-Entwicklung, falls das jemand gemacht hat vor ein paar Jahren, lange ist her. Swing-Entwicklung hatte man auch einen GUI-Baum aufgebaut und alles ineinander gestöpselt und jedes Widget hatte eigene Attribute, die man einfach nur setzen musste und die rendern sich raus. JSF, falls jemand aus der Java-E-Welt kommt, hatte so ein ähnliches Konzept, hat sich aber nie durchgesetzt tatsächlich. Hier muss man das machen und ich habe ein Beispiel, können wir auch gleich nochmal live sehen. Um diesen Teil zu rendern hier an der Stelle, fange ich außen an mit einem Center-Widget, habe ein Padding als Child, nochmal ein Child als Column und dann kommt erstmal ein Text-Widget und man baut tatsächlich diesen Baum so auf. Das bedeutet, mein Padding und mein Center, was ich früher bei HTML, habe ich ein Div gebaut und habe das als CSS-Style-Angabe angegeben. Das ist jetzt tatsächlich Teil meines Widget-Baums. Ich setze was außenrum in Center. Manche Widgets kann man auch innen drin als Attributen Center angeben oder ein Padding und oft verwenden die Widgets intern das bereits existierende Widget für sich wieder. Die Idee dahinter ist, dass jedes Widget so einfach wie möglich zu verwenden ist. Also man hat einfache Widgets, klaren Baum. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann wird das immer klarer und vor allem auch einfach. Aber eine Tool-Unterstützung, zeige ich gleich nochmal im Visual Studio Code, ist tatsächlich nützlich. Und damit man da schnell vorankommt,
bringt Google eine ganze Menge mit oder Flutter eine ganze Menge mit. Wir haben also eine komplette Bibliothek von bereits existierenden Widgets. Ich muss also gar nicht so viel tun. Ich muss eigentlich nichts neu entwickeln. Ich kann eine komplette Widget-Galerie verwenden. Jetzt klicke ich mal drauf. Jetzt habe ich das kleiner gemacht. Dieser Widget-Katalog, der ist unterteilt. In diesem Basic haben wir gerade gesehen. Und hier fängt schon an, ich habe eine App-Bar, ich habe eine Column. Und das kann man sich übrigens so vorstellen, dass man wie früher Tabellen baut. Man hat immer Rows und Columns und damit kann man seine kompletten Layouts wieder bauen. Man kommt ein bisschen wieder hin zurück. Hört sich erstmal ein bisschen schlimm an, aber es ist eine ganz nette Gestaltungsmöglichkeit. Aber man hat auch noch viele andere Varianten, irgendetwas zu gestalten. Und diese Widget-Bibliothek, die liefert schon eine ganze Menge. Also bevor ich die Packages mir angucken muss, um irgendwas Außergewöhnliches zu finden als Widget, kann ich erstmal hier durchgehen und eine ganze Menge rausfinden und Widgets verwenden, die sie haben. Damit man merkt, wie viel das sind, dann gibt es noch diese API-Referenz. Die API-Referenz war falsch. Da haben sie mich auch ausgeleitet, den Widget-Index. Das ist eine relativ große Liste. Also es lohnt sich, den mal anzugucken, weil es ist eigentlich schon alles da. Man kommt sehr weit, um eine App zu entwickeln, nur mit diesen Widgets. Sie selbst promoten diese Widgets jede Woche neu. Kommt ein kleines Video raus von 2 Minuten, kann man sich angucken und erklären sie immer wieder ein Widget. Und es kommen auch neue Widgets dazu und man kann sehr schnell selbst Widgets entwickeln. Wir können ein Widget ableiten, das spezialisieren und dann unseren Entwicklern wieder zur Verfügung geben oder in der App weiterverwenden. Das sind die Widgets. Jetzt muss ich kurz... Jetzt kommen wir zum Code. Wir machen, damit wir das Ganze mal praktisch sehen und live sehen, gucken wir uns das mal im Visual Studio Code an. Oder ich gehe erstmal in eine Konsole. Und wir haben, ich zeige das, achso, können wir wahrscheinlich nicht lesen. Ein bisschen arg klein, ich mache es mal größer. Und vor allem ziehe ich es auch ein bisschen hoch. Mal kurz meinen verrutschten Terminal nach oben ziehen. Kann man es lesen? Mit Flutter Doctor, ja, das erste, was passiert ist, Flutter Upgrade, wir sagten mir, es gibt schon wieder eine neue Version. Also, ihr seht, die Flutter selbst und die Entwickler selbst sind extrem hinterher. Man bekommt alle Woche eine neue Version. Und man, je nachdem, wo man auch steht, ich bin gerade in einem bestimmten Channel, Flutter Channel sieht man das. Kann man wirklich an dem obersten Ende der Entwicklung sein, Master, oder eben im Stable Channel. Ich habe den Master ausgecheckt, weil ich später was zeigen möchte, oder bin auf den Master gewechselt, deswegen der Master ist natürlich, denn wir das Neues einchecken, an der Stelle habe ich also jeden Tag ein neues Update von Flutter. Jetzt gucken wir mal, ob im Master tatsächlich auch noch der Standard funktioniert. Ich will jetzt einfach eine neue App entwickeln. Flutter Create und App Name. App Name ist dann Hello. Dann erzeugt es mir das Skeleton und installiert mir das. Sagt mir, dass auch alles Mögliche hier funktioniert. Jetzt gehe ich in. Ich habe mir Visual Studio Code installiert, also ich verwende das Visual Studio Code zum Entwickeln. Man kann auch mit dem Android Studio entwickeln, das geht auch. Jetzt bin ich im Falschen. Achso, ich bin nicht reingegangen. CD Hello ist mein Verzeichnis. Hat er mir sogar gesagt und ich habe nicht drauf gehört. Jetzt gucke ich mir in dem Verzeichnis meine App an. Ich mache es auch ein bisschen größer. Kann man es halbwegs erkennen? Ich versuche mal den Platz auszunutzen. Ja. Das erste, was man sieht, sind ein paar Folder, Test, Lib, iOS und Android. Hier sind diese Gebäude, der App-Bundle für Android, hier ist der App-Bundle für iOS. Darin wird immer kompiliert und die Source-Code erstellt. Interessiert uns erstmal nicht. Unsere Library ist diese Main.dat und das ist unser Demo-Projekt, was erstellt wird. Das erste, was wir natürlich sehen wollen, ist, wie das Demo-Projekt aussieht. Machen wir also nichts weiter. Wir lassen es jetzt einfach mal laufen, indem ich flutter.run. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den Simulator geöffnet habe. Das ist mein iOS-Simulator. Der startet ein bisschen schneller als Android, deswegen nehme ich den jetzt. Ja, also Frage war, ob man hier debuggen kann. Ja, ich setze einen Breakpoint rein. Wir können auch gleich mal stoppen und er hält einfach an. Das erste, was ich machen kann, ist Flutter Run.
damit wird die App gestartet. Es guckt, jetzt haben wir den Salat. Live-Vorführung. Ich sollte auf den Staple-Channel gehen. Jetzt wechsle ich einfach den Channel, ich wechsle jetzt also auf Stable. An dieser Stelle müsste ich jetzt das Projekt eigentlich nochmal erstellen. Ich mache das auch nochmal ganz kurz. Das heißt, es gibt eine Verzögerung um wenige Minuten. Okay, jetzt aktualisiert er ganz kurz den Channel, das dauert so 30, 40 Sekunden. Und warum habe ich, ich nehme das schon mal vorweg, warum war ich auf dem Master Channel? Das Ziel von diesem Framework ist, auf mehreren Plattformen zu laufen. Und ich zeige gleich nochmal, dass es auf dem Desktop eben auch funktioniert. Und dass dieser Teil ist eben momentan nur im Master vorhanden. Dann kann ich ja zwischenzeit vielleicht was erklären dazu. Wenn das nicht weitergeht, würde ich in der Präsentation erstmal weitermachen, bis es weitergeht. Ich hoffe, dass es in der Zwischenzeit alles da ist. Ich mache noch eine zweite Beispiel-App auf, in der wir einfach Widgets anzeigen. Okay, es war klar, dass er jetzt die neueste Version runterlädt. Also, ich habe Pech gehabt. Das war gestern Abend noch nicht der Fall. Dann mache ich... Dann erkläre ich noch kurz, was hier drin. Naja, wenn es kommt, kommt es zusammen. Jetzt habe ich die falschen Editoren auf. Emoji-Test. Ah, hier haben wir es. Endlich. Okay, sind wir wieder beim Lib-Verzeichnis. Ich versuche es direkt zu starten, ohne lang zu machen, der Terminal. Jetzt mal ein Simulator. Am Anfang dauert das ein bisschen. Jetzt baut er tatsächlich einmalig das Package und er muss das Ganze zusammenstellen. Das heißt, der initiale Build kann tatsächlich mal ein paar Sekunden dauern. Dann wird es übertragen auf das Gerät und das Gerät wird dann gestartet. Und das ist die Sample-App, das ist die Counter-App. Und sie sagen halt ganz, wenn ich hier unten draufklicke, kann das bitte hier hochgezählt und das bleibt dabei. Und das, man sieht die Zahl. Das Ganze ist ein Stateful-Widget und oben drüber sieht man was mit Stateless-Widgets. Es wird also zwischen zwei Widgets unterschieden. Das eine ist Stateless, das andere ist Stateful. Bedeutet, wie es der Name schon sagt, Stateless, er hat überhaupt gar keinen State. Es wird einmal gerendert und das ist, kann man nie wieder verändern. Man müsste also den kompletten Teilbereich des Widgetbaums neu starten. Das hier ist ein Stateful-Widget. Das bedeutet, dieses Widget hier hinten weiß sich um einen State. In dem Fall ist es der Counter und ich kann diesen State ändern. Das sind die einzigen zwei Arten von Widgets, die man in Flutter kennt. Es gibt noch, oder die man wissen sollte. Es gibt noch zwei Spezial-Widgets oder zwei, drei, die man dann später noch kennenlernt. Wichtig ist zu wissen, Stateful und Stateless. Stateful kann ein paar Daten merken und so kann man sich Formulare bauen oder irgendwelche Zustände merken, wenn man interagieren möchte mit dem Benutzer auf der GUI. Je weiter man kommt in der Entwicklung mit Flutter, wird man immer weniger Stateful entwickeln, dafür Stateless und andere Mechanismen rund um State Management und Data Storage wird man sich beschäftigen, damit man damit zurechtkommt. An dieser Stelle ist der Hauptpunkt, warum Flutter als Entwickler total entspannt ist, was am Anfang gesagt wurde, ist, das Ganze hat einen Hot Reload, hat man vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wenn ich hier oben den Title ändere, das ist die falsche,
meine Flutter-Demo-Homepage. Möchte ich aber jetzt ein Hello nennen, Hello Wiesbaden. Dann hat mir Flutter hier am Anfang gesagt, ich muss hier unten R drücken, damit ich es neu laden kann. Und da ist es. Starte ich das ganze Ding nicht über die Kommandozeile, sondern über das Tool selbst. Das läuft jetzt ein bisschen schneller, denn der initiale Build wird nochmal gebaut, aber der initiale Build ist da, wird übertragen. Also war deutlich schneller als initial. Und jetzt, wenn ich jetzt was ändere, nehmen wir mal die Hintergrundfarbe, habe ich den Vorteil, ich drücke Speichern und es aktualisiert sich automatisch. Und das ist das Monster-Feature, was Flutter mitbringt. Also ich kann hier auf der linken Seite entwickeln und beim Speichern sehe ich sofort das Ergebnis. Und nicht nur das, deswegen ist Stateful-Beispiel hier so wichtig. Ich habe hier also meine App rumentwickelt. Ich bin also im Wizard-Schritt 25, meine Applikation. Ich habe hunderte von Daten eingegeben und muss jetzt dort dieses Formfeld aktualisieren. Dann kann ich das an dieser Stelle machen. Also ich habe jetzt hier simuliert, dass ich schon ganz weit bin in meinem Formular oder in meinem Wizard. Ich mache es im Hintergrund, entwickle hier weiter und mein State bleibt erhalten. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir vorher kennen aus der Entwicklung. Man muss immer von vorne beginnen, man muss neu booten, neu starten und an dieser Stelle ist es immer da. Selbst wenn das mal nicht klappt und man neue Widgets einführt, irgendwelche größere Änderungen hat, dann kann man das einmal so starten. Dann verliert man zwar den State, aber es ist auch wieder sofort da. Also auch das ist nochmal, jetzt, spätestens jetzt habe ich meine neuen Widgets wieder zur Verfügung. Wenn ich jetzt den Text, da sind wir schon im Center und Column. Ich öffne jetzt nochmal ein zweites Beispiel, wenn es all about Widgets. Wir haben mal unser letztes Meetup gemacht und nur Widgets erklärt, das ging nur rund um Widgets. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben versucht, vor dem Meetup innerhalb von, es waren in Summe, glaube ich, 30 Minuten am Ende, die wir gebraucht haben, um eine App zu bauen. Simulator wieder auf. Um eine App zu bauen, wir wollten einfach ein paar Widgets demonstrieren, die es so gibt in den Packages und die ganz nett waren. Da haben wir unser Team gefragt, wer kennt ein paar ganz nette Widgets oder wenn man drüber läuft, habt ihr eine Idee, dann haut ihr doch eben schnell rein als Beispiel. Und rausgekommen ist diese Applikation, das initiale Laden dauert wieder ein bisschen, er baut das Bundle, überträgt das rüber. Und dann haben wir ein paar Widgets angezeigt. Und wir haben einen Kollegen, der fand das Wave-Widget extrem gut. Das hat er schon vor einem Jahr gezeigt, weil das in der Form so nicht möglich war, in anderen Applikationen mal eben eine Animation zu rendern und wenn es eine Welle ist. Sowas ist, denk mal, haben wir uns gefragt, für was braucht man das? Er hat das Winamp-Beispiel genannt, wer das noch kennt. Auf Winamp diese Sound-Animationen, solche Sachen sind eben relativ simpel möglich. Und jedes Widget, also wir haben für diese komplette Applikation, um sowas reinzubauen, insgesamt 30 Minuten gebraucht. Und auch hier möchte ich das Hot Reload nochmal zeigen. Ich gehe hier wieder in den Lib-Ordner, dann sieht man, ich mache das mal auf. Wir haben die verschiedenen Pages, die wir reingebaut haben, wieder die Main-Page. Ja, wir haben zu wenig Platz. PIN-Code, Flip-Panel, da ist es. Jetzt sieht man es wieder, ich habe eine Card, das ist ein Card-Widget. In dem Card-Widget hat es ein Child, das ist ein List-Teil. Das List-Teil ist, ich zeige das kurz, ist wieder dieses Widget hier, das ist ein List-Teil. Das ist eine Liste insgesamt, eine Card außenrum gelegt. Und dieses Child, dieses List-Teil hat wieder ein Child, das muss ich kurz suchen, das ist dieses hier, auf die Route. Wir leiten also auf eine zweite Seite und kommen in dieses Status-Widget wieder rein. Also es ist wieder ein Widget, was wir gebaut haben oder eingefügt haben. Und das haben wir einfach nur installiert über die pub.dev. Und hier sieht man sämtliche in der pubspec.yaml sämtliche Dependency, die wir haben. Und hier sieht man den Wave und Flip-Panel. Und diese Version haben wir in der eingebunden, wurde automatisch gezogen. Jetzt kann man es verwenden. Wir haben dann den Code copy-pasted, also letztlich relativ simpel. Und hier gucken wir uns nochmal das hier an. Flip-Panel. Und wenn ich währenddessen schaffe, die Farbe zu ändern, dann sieht man das, dass es sogar in der Animation weitergeht.
Und das ist schon ziemlich faszinierend, weil in dem Moment, wo ich Animationen habe, Widgets habe, einen kompletten Baum habe, einen State habe, in dem ich arbeite, kann ich währenddessen live entwickeln und sehe das immer wieder rüber. Es macht mich unglaublich schnell. Und das Ergebnis ist, dass man auf YouTube, da nennt man das Flutter Speed Coden, da gibt es Leute, die haben sich darauf spezialisiert, dass sie nur Layouts nachbauen in kürzester Zeit. Also sie machen dann keine, dass sie funktional sind, nicht wirklich, aber das komplette Layout innerhalb von 30 Minuten nachbauen. Und dann kann man denen zugucken, das ist runtergestrippt auf 5 Minuten vielleicht, 10 Minuten und dann sieht man, wie die Leute Layouts nachbauen. Und das geht nur, weil du das halt live auf der rechten Seite immer siehst. Also ist schon ziemlich beeindruckend, wie schnell man damit vorwärts kommt. Währenddessen ich jetzt gleich weitermache, wechsle ich kurz nochmal den Channel. Ich wechsle jetzt nochmal auf den Master, weil ich gleich noch was im Master zeigen möchte. Mache hier kurz die Applikation wieder Stopp. Okay. Warum ist das so interessant in Summe? Zum einen haben wir Mobile. Also wir haben gesehen, jetzt, wir haben es bis jetzt nur Mobile betrachtet. Wir können also sehr schnell Mobile-Applikationen entwickeln, die sich total nativ anfühlen. Das Rendering ist übrigens mindestens 60 Frames per Second, also so, dass es extrem flüssig sich anfühlt. Da sagt Google von sich selbst oder Flutter, sie garantieren das. Es gibt so Projekte und Artikel im Netz, die sagen, die gehen bis zu 120 Frames per Second. BMW zum Beispiel hat einen Tech-Talk gehalten, wo sie sagen, in ihrer Pipeline, BMW hat auch drauf gesetzt, entwickeln gerade in Flutter ihre Apps oder entwickeln die neu. Und die haben auch in ihrer Test-Pipeline einen Test drin, wo die jede Seite automatisiert testen, ob 60 Frames per Second erreicht werden, weil das eben die Aussage davon ist. Deswegen ist das im Mobile extrem smooth, man bekommt gute Animationen, man bekommt ein natives Gefühl, es ist nicht mehr dieses Cross-Plattform, was man vorher kannte. Aber warum ist es eigentlich interessant, meiner Meinung nach, neben dem Mobile, weil Sie sagen, Sie können auch auf verschiedenen anderen Applikationen, anderen Zielplattformen arbeiten. Das eine ist das Web und das andere ist das Desktop. Und tatsächlich haben wir uns bisher immer vom Web in Mobile entwickelt, natürlich mit Mobile-First-Ansatz und Responsive, da gibt es verschiedene Strategien, aber hier kann man jetzt auch andersrum denken. Wir entwickeln Mobile und liefern auch noch eine Web-Plattform aus. Und das nennt sich auch hier dann Responsive Architecture. Dann entscheide ich tatsächlich, so wie ich bei Mobile quer mache, das heißt Landscape-Mode, kann ich da schon unterschiedlich entscheiden. Jetzt kann ich auch noch entscheiden, jetzt bin ich auch noch im Web, habe noch mehr Platz. Und dann rendern Sie im Web tatsächlich die eigene Applikation raus. Auf einem Canvas. Sieht aber erstaunlich gut aus. Ich zeige gleich mal ein Beispiel. Aber es ist ein Canvas, tatsächlich ist der gleiche Ansatz. Sie cross-kompilieren das nicht. Wobei es Ansätze gab, das auch in den Cross-Compile zu HTML und JavaScript, nämlich ihrer Angular-Ansatz letztlich. Sie haben das anschließend in eine Angular-Anwendung umgewandelt, in Angular und Dart. Aber hier ist es auch ein Canvas. Also es passiert alles auf der Canvas-Variante. Das stimmt. Und Desktop das gleiche. Also im Desktop ist auch ein Canvas unten drunter. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von Fuchsia gehört, das ist so der Ansatz. Hört man so am Rande, sie entwickeln sich auch ihr eigenes Betriebssystem und das ist in, ich weiß gar nicht, in was es entwickelt ist, auf jeden Fall wird Dart da drin unterstützt, beziehungsweise Applikationen in Dart geschrieben, Flutter-Applikationen sollen darauf nativ laufen. Und die Android-Entwickler haben so ein bisschen Angst davor, dass das in der Zukunft abgelöst werden könnte, man munkelt, man weiß es aber noch nicht. Aber wenn das kommen sollte und es läuft schon auf einem Gerät, auf dem Hub-Desk oder wie der heißt, habe ich noch ein Bild gleich, dann ist es schon interessant, vor allem für Flutter, Applikationen zu entwickeln auf verschiedenen Zielplattformen und am Ende vielleicht sogar komplett für Android. Weiß man aber noch nichts Genaues darüber. Gibt es nur so ein paar Webseiten von ihnen selbst, ein paar FAQs. Das ist die Seite, die ich kurz zeigen möchte. Hat sich jemand die Mühe gemacht, die komplette... Jetzt muss ich kurz gucken. Das ist der Showcase. Introduction, hier war es das Erste. Was hier jemand gemacht hat, ist, er hat die komplette Widget-Bibliothek ins Web transportiert, so wie sich Flutter das vorstellt. Also man kann sich das jetzt schon angucken auf verschiedenen Seiten. Es gibt ein paar experimentelle Anwendungen dazu. Und tatsächlich ist es aber hinten dran in Canvas, wird gemalt. Aber die Programmierung hinten dran ist exakt gleich wie die anderen Sachen aus. Gucke ich also eine Apper an, sieht die Apper aus wie mein Apper-Widget. Hier unten sieht man das, wenn man es lesen kann. Ich würde das exakt so in meiner Flutter-App für Mobile auch schreiben. Ich baue eine Apper ein und dann kommt die Apper raus. Ob ich eine Apper nur im Web brauche, ist nochmal eine andere Sache. Aber es wird erstmal rausgerendert und sieht exakt gleich aus. Noch ein Hinweis habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Man kann einen Style angeben und das ganze Ding auch themen. Und von Haus aus bringt sie zwei Grundstyles mit. Das eine ist Material, das andere ist iOS-Style.
Das heißt, man kann am Anfang entscheiden oder dynamisch auch entscheiden, welchen Style man jetzt anwenden möchte. Man kann also die App komplett im iOS-Style bauen, aber auch im Material-Design-Style. Und man kann es eben entscheiden. Ansonsten ist es komplett themebar, anpassbar, man kann live wechseln. Und es gibt eben diesen Ansatz hier, dass man alle Widgets schon mal sieht. Eine Frage? Wie sieht das dann aus, wenn ich iOS und Android App habe? Die sind ja von den User Guides her nicht gleich. Ja. Das heißt, kann ich hier sagen, ich möchte jetzt irgendwie das Widget rausrendern auf iOS und das andere auf Android? Also es gibt Plattformen und man kann immer noch erkennen, worauf man auf welcher Plattform man ist und das entscheiden, was man rendert, welchem Zweig, Tree-Zweig oder welche Widget-Elemente oder Widgets man rendert, ja, kann man tatsächlich. Aber der Ansatz hier ist eigentlich andersrum tatsächlich, was man eher sieht, ist, ich kann in meinen eigenen Style, meinen Corporate Style Guide, den kann ich anwenden und jetzt auch in die App bringen. Ich muss mich eben nicht mehr zwingend daran halten, wie der Style Guide von iOS oder Android eben aussieht. Also das sind zwei Hinweise, wie man es machen kann, kann aber jetzt komplett seinen eigenen Style anwenden. Aber man kann auch auf den Style Guide von iOS und Android hören. Das sind die zwei Beispiele. Mit dem hier sind sie live gegangen. Das ist das typische Puzzle von der New York Times. Die haben immer ein Beispiel, so ein Puzzle in der App, ist ziemlich bekannt bei denen. Und das haben sie ganz am Anfang vor 2 Jahren schon in Flutter umgesetzt. Das habe ich auch einmal aufgemacht. Das ist dieses Puzzle. Und das Ganze ist eine Flutter-App jetzt hier drauf. Man kann irgendwelche Dinge tun, um ehrlich zu sein. Habe ich mir das noch nie genau angeguckt, dieses Puzzle. Ich fand es nur faszinierend, dass die Technik funktioniert. Und das möchte ich jetzt mal kurz zeigen, weil das jetzt relativ neu ist. Sie entwickeln gerade in so einem Beta oder im Master ist es eben drin, noch nicht mal Beta, in so einem Alpha-Stand, dass sie eben auf Desktop das machen. Und das ist nur im Master-Channel drin. Deswegen habe ich jetzt zum Master gewechselt. Das erzeuge ich jetzt nicht live. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Jetzt gucke ich kurz, ob ich es noch offen habe. Nee, habe ich nicht. Wo bin ich? Projekte. Ich habe genauso mit Flutter Create mein Projekt erzeugt, genau das gleiche. Ich habe einen Flag angeschaltet hier, so ein Dev-Flag für Desktop. Ansonsten sieht das Projekt innen drin fast gleich aus. Man hat oben noch irgendwelche Target-Plattform-Angaben hier, das ist noch ein bisschen on top. Aber ansonsten sieht man unten genau das gleiche. Ich habe mein Stateless-Widget, ich habe meine Material-App, meine Homepage. Wenn ich das also jetzt laufen lasse, ich mache das wieder über diese Konfiguration hier. Jetzt gucke ich mir kurz an, den Simulator will ich nicht verwenden. Den mache ich jetzt auch zu. Der Simulator übrigens zieht also wahnsinnig viel Energie. Wenn man ohne Strom arbeitet, reicht der Mac dann tatsächlich nur noch 1-2 Stunden oder maximal 3 oder es geht sehr schnell einfach runter, sollte man nur mit Strom machen. Je mehr Simulator man offen hat, desto schneller geht es am Ende auch. Selbst wenn man Strom dran hat, habe ich bei einem Kollegen gesehen, hat Strom dran, hatte 2 oder 3 Simulator offen, ich weiß es gar nicht mehr und die Batterieanzeige ging runter, anstatt hoch. Das muss man einfach wissen, fand ich ganz faszinierend. Jetzt wird das eben wieder gebaut. Erster initialer Baum, wir sind jetzt wieder bei... Ich sehe es jetzt leider nicht in der Konsole, ich hätte vielleicht doch eine Konsole auswählen können. Ich will das jetzt auch nicht aktualisieren. Und wenn wir Glück haben, kommt gleich eine Desktop-App raus. Na? Kam aber nicht. Jetzt mache ich doch noch einmal auf der Konsole, wenn es nicht klappt, lasse ich es sein. Der initiale Start wieder. Und hier ist die App wieder exakt die gleiche, die wir eben auch gesehen haben. Gleiche Beispiel, gleiche Generierung. Und bekomme ich hier zu sehen meinen Push. Und ein Live-Beispiel an der Stelle noch. Ich habe mir gedacht, wir können ja mal dieses DevFest-Bild einbinden, damit man ein bisschen sieht im Code noch, wie das funktioniert. Das bedeutet, hier bin ich wieder bei meiner App. Ich bin bei meinem Stateless-Widget. Hier ist meine Homepage, Stateful-Widget. In diesem Stateful-Widget ist hier der Tree drin, das Scaffold. Das ist mein Gerüst außenrum. Und ich möchte jetzt noch ein Bild hinzufügen. Dazu habe ich ein Bild hier reinkopiert unter das Verzeichnis Assets-Images. Damit nicht einfach alles hochgeladen wird, was man so reinkopiert hat, muss ich das freischalten. Entweder ein Folder oder ein Bild. Ich habe hier also gesagt, dieses Asset möchte ich verwenden. Und in dem Moment, ich kopiere mir schon mal den Pfad, kann ich jetzt ein neues Widget hier einfügen. Das bedeutet Images, das ist ein Image-Widget.
Er versucht gerade im Hintergrund, deswegen kriege ich kein Autocomplete. Komm mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Was man hier sieht übrigens ist, ich habe ein Center, es ist alles zentriert. Ich habe darunter eine Spalte, Column. Hier sage ich, in dieser Column soll das wiederum zentriert sein, in der Mitte. Und die Column selbst hat eine ganze Menge an Children. Das ist ein Array von Widgets. Ich habe ein Image, ich habe einen Text und ich habe einen Counter. Und das ist genau das. Ich habe also hier den Text und den Counter. Jetzt habe ich das Image noch hinzugefügt, gespeichert. Jetzt muss ich hier einmal R drücken. Und Images is not defined. Das klappt leider mein Autocomplete nicht und damit würde ich das wahrscheinlich, also meine die Dart-Variante. Auf dem Master aktualisiert sich hauptsächlich heute Morgen war oder heute Vormittag sogar war der Dart-Aktualisierung noch nicht da. Kam gerade rein, jetzt komme ich nicht weiter. Damit lasse ich das jetzt auch. Hätte man hier ein Bild jetzt gesehen, wir hätten das live noch ein bisschen bearbeitet, wäre noch ein bisschen hoch runtergesprungen. Es fühlt sich, die Entwicklung ist exakt gleich wie auf Mobile. Und das Ziel, das demonstriert das ein bisschen, ob ich nur Mobile das entwickle oder auf dem Desktop entwickle. Ich muss am Ende ein bisschen entscheiden, wie mein Platz ist, also wieder dieses Responsive-Variante. Ich muss gucken, wie viel Platz habe ich, dann kann ich das ein bisschen anders anordnen. Aber die Art des Entwickelns ist tatsächlich gleich, weil da drunten immer das Canvas-Rendern liegt. Dann noch was Lustiges. Das ist der letzte Abschluss. Wir haben ein Bootcamp bei uns gemacht. Wir haben uns alle halbe Jahr, haben wir so zwei, drei Tage, da nehmen wir uns raus als Team und programmieren einfach was für uns, gucken uns eine Technik an. Und wir haben einmal Flutter, nur Flutter gemacht, drei Tage lang. Und von null auf Flutter quasi. Und wir haben einen Java-Entwickler gehabt, einen JavaScript-Entwickler. Jeder konnte selbst entscheiden, was er macht. Aber dieses Beispiel ist ganz, ganz nett. Der Java-Entwickler hat links Text-to-Speech entwickelt und der JavaScript-Entwickler, also der JavaScript-Entwickler kommt, der hat ein Pong-Game entwickelt. Einer hat ein Spiel entwickelt, der andere ein Tool. Und interessanterweise war nach dem ersten Tag das, die App eigentlich schon da, obwohl keine Vorahnung war, vorhanden war von Flutter selbst. Also sie haben sich reingearbeitet, reingelesen, die App entwickelt und am zweiten Tag waren es eigentlich Feinheiten. Und ich will die Text-to-Speech einmal zeigen, weil die wirklich lustig ist als Abschluss. Hat es genannt, Flutter ABC. Die Intention davon war, dass er seinen Kindern die App, die wollen immer die App haben, die sollen also eine App bekommen, in der sie drauflegen können und sofort Reaktionen bekommen. Das heißt, jetzt gucke ich mal, ob das klappt mit dem Sound. Wenn ich auf A drücke. Was für ein Kabel einstecken? Aber wenn es jetzt so lang dauert, lassen wir es. Ne, Moment, das ist ein modernes Phone, es hat nur noch USB-C. Ne, das ist ein Mikro. Okay, dann Pech gehabt. Dann gucke ich nochmal, gibt es einen Dreamlater machen können? Sollen wir das Mikro dran halten? Sollen wir das mal probieren? Ja, es wird auch gerade, nee, es wird auch gerade Sound übertragen. Ich gucke nochmal, ob es klappt. Ah. Jacke. Ah, es kommt hier raus. Ebi. Blume. Küche. Klasse. Also er hat von vorne eine App angefangen, wo ich sagen kann, hallo Wiesbaden. H-A-L-L-O. Neues Wort. W-I-E-S-B-D. Ach, Wiesbaden ist lang. Ich habe noch das A vergessen. Naja gut, wir gucken mal, was sich anhört. Hallo Wiesbaden. Das ist schlecht. Du hast gerade nochmal mit Henke. Das hatten wir eben, da kam es nicht an. Also können wir lassen es kurz so. Ich würde es auch lassen. Das ist einiges interessanter als Abschluss noch. Er hat dann am zweiten Tag, weil er damit eigentlich schon durch war und das programmiert hat, was ziemlich lustig war, hat er noch so Random-Wörter eingebaut. Und dann hat er anschließend noch, tja, das ist jetzt auch nicht mehr da leider. Von vorne. Jetzt gucke ich nochmal, ob die App sich tatsächlich startet. Ich starte nochmal die App. Hat er noch Sprachauswahl eingebaut. Man kann also noch die Sprache wählen und man kann auch die. Aber das ist echt Showtime. Auch das war heute Morgen noch zu sehen. Pech gehabt. Man konnte also sämtliche Sprachen auswählen, wie Englisch, Französisch, Chinesisch. Und faszinierend ist dabei eigentlich nur, dass das innerhalb von kürzester Zeit entwickelt wurde. Also innerhalb von 8 Stunden hat er gebraucht, hat er diese App von Null auf App entwickelt gehabt, inklusive Text-to-Speech. Und am zweiten Tag hatte er komplette Feinheiten gemacht, noch ein bisschen Layout reingebracht, dass es gut aussieht. Und
noch andere Sprachen. Okay, ich höre das Stream noch, dann ist es weg. Das Pong konnte ich leider jetzt nicht mehr zeigen. Ich wollte gestern noch probieren. Das hat der Kollege, der das entwickelt hat, hat dann am ersten Tag aufgehört, an dieser Stelle zu entwickeln und hat das Pong jetzt ins Web, glaube ich, war es, oder auf dem Desktop, ich bin mir gar nicht mehr sicher, portiert, sodass man das auf dem Handy spielen konnte und im Desktop. Es war also beides möglich, oder im Web war es, glaube ich, in dem Punkt. Ließ sich aber mit dem jetzigen Stand auch nicht mehr kompilieren. Wir haben das gestern noch mal probiert. Also weiterhin zwar alles auch in Beta-Variante, ist jetzt auch nicht mehr da, geht neue Richtung. Das war nochmal die Lernkurve, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist unsere Einschätzung von der Lernkurve. Ich kann nicht so tief drauf reingehen. Wichtig ist, unser Unterschied, den wir entdeckt haben, ist zu anderen Cross-Plattform-Frameworks, die bei den anderen kommt man irgendwann immer an Grenzen, wo man anfängt, den Core zu fixen und irgendwelche Bugs dort zu beheben und kommt an diesen Grenzen. Das haben wir bis jetzt noch nicht an dieser Stelle erlebt. Die Community ist so extrem schnell und breit, dass es sich rasant weiterentwickelt, aber auch der Core, der jetzt schon da ist, ist so weit, dass man in der Mobile produktive Apps bauen kann. Und man wird immer schneller mit der Zeit. Wie ist mein Fazit? Warum sollte man es lernen? Meine Empfehlung ist, weil es tatsächlich das verspricht, was es hält. Man hat den gleichen Quellcode bei mehreren Plattformen und nativen Feeling. Jetzt kann man natürlich streiten, ob man Canvas gut findet im Web oder auch im Desktop, aber allein im Mobile-Bereich ist das schon extrem herausragend. Und es unterscheidet sich nicht von bisherigen nativen Apps. Ansonsten wahnsinnig viele UI-Widgets vorhanden. Dieser Stateful Hot Reload ist extrem wertvoll in der Entwicklung und die Community ist halt extrem gut. Man kommt sehr schnell rein, findet einen Haufen Tutorials online, sind extrem gut. Kleiner Hinweis für uns, wir haben das dann eben auch mit aufgegriffen, wir wollen das auch mit fördern, deswegen haben wir das im deutschsprachigen Raum, es gibt ganz viele englische Sachen, im Deutschen ein bisschen weniger, man kann sagen, wir können auch im Englischen bleiben. Wir fanden das für uns sehr hilfreich, wir wollen das, sind eben Teil davon, wenn ihr Lust habt, wir haben auch eine Slack-Channel, aber wir haben auch Meetups, wer Lust hat, nächstes ist im Januar, geht nur um Flutter bei uns im Meetup, also ein reines Flutter-Meetup, wo wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Man kann also Teil der Community sein, davon lernen. Gibt aber noch, ich glaube, in Frankfurt ist die nächste noch mit oder Karlsruhe, Berlin ist eine ganz große, ist also wirklich weit verteilt oder eben deutschlandweit, weltweit sowieso. Das war's. Dankeschön.